In der letzten Episode. Moment, wo kommt das hin? Ach, hier kommt die hin. Ja, zieh mal an. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark Wintermute. Wir sind im trostlosen Marschland. Mit einer trostlosen Musik dazu. Und wollen trostloses Wolfsfleisch. Abkochen. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Junge, du bist da auch gleich melodramatisch. Ja. That didn't work. Ja, da sagt das schon. Das hat nicht funktioniert. So, aber diesmal. Naja, wirklich viel Holz haben wir ja nicht. Meine Fresse. Okay. Dann ab dafür. So, das schafft man natürlich nicht mehr. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. So. Dann haben wir das alles abgekocht. Mit der Glut noch fertig geworden. Super. Und wir sind nur noch ein Grad stinkig. Wir müssen was trinken. Ja, das ist wichtig. So, ich habe jetzt deswegen nichts weiteres Wasser gekocht. Das werdet ihr euch wahrscheinlich schon gefragt haben. Was ist mit dem wieder los? Aus dem Grund, weil wir da vorne in dem Häuschen, wo wir auch übernachten werden jetzt, sofern man uns lässt, ja noch 2 Liter Wasser stehen haben. So, dann nehmen wir hier den Busch noch mit, weil ich sag nur Holz. Nein, 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 die Axt, klar. So, dann nehmen wir doch noch die Hakenbrote mit. Habe ich die anderen jetzt abgelegt? Ich glaube, ich habe die anderen abgelegt. Ja, das war natürlich gut wieder. Na super, hier haben wir ja auch noch Holz. Haha, Kohle. Ach, ich erinnere mich. Ja, toll. Irgendwie haben wir immer 16 Hagebutten dabei. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir verteilen die noch in der Landschaft. Na super. Oh, ich kann nicht noch mehr tragen. Doch, kannst du, Junge. Kannst du. Was war hier drin? Okay. Und hier? Na komm, hier war's doch. Junge, jetzt. Ja, toll. Die müsste man schon noch mitnehmen. Und das ist eigentlich 2x Stoff. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Einmal hier. Und dann nehmen wir den Stuhl noch mit. Huch. Hat das so lange gedauert? Ist das jetzt ein Blizzard? Oder ist das ein normaler Schneesturm? Was sagt euch unsere Kleidung? Die Hose ist super. Ich brauche die Knarre. Ich traue dem Wetter nicht. Es macht hier einen auf Blizzard, aber ich glaube, es ist keiner. Das heißt, uns können von jeder Seite Wölfe empfangen. Weil, ja, ich sag nur da oben. Da wollen wir hin. Hat der Stuhl so lang? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie lang der Stuhl braucht. Aber hat der echt so lang? Krass. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder genügend Holz, das wir dann ablegen können. Und die Kohle habe ich natürlich mitgenommen, damit wir die dort deponieren. Das ist klar. Die nehme ich natürlich jetzt nicht mit raus. Vor allem, wo hier ja auch der Hochofen ist. Ja, das fühlt sich fast an wie ein Blizzard, der da kommt. Ja, super. Also ich glaube, an Metallschrott mangelt es uns nirgendwo. Ne, das war ja hier unten. Sorry. Da. 1, 2... Ah, ja. Alles. Und die Kohle dazu. Wie viel? Ah, ne, Brennmaterial ist das ja. 5,5 Kilo. Oh. Genau, hier war das Wasser. Ich bin fast gewillt, heute Nacht ein bisschen... Oh, toll. Wir deponieren überall den gleichen Scheiß. Sieht so aus. Na, ja, der tolle Safe, das war auch also ganz hervorragend. Okay.
Das ist echt eine kuschelige Ecke hier, muss man wirklich sagen. Wasser, wir müssen nichts kochen. Also wir haben wirklich alles dabei, aber ich würde jetzt gerne erstmal die Kleidung zerrupfen. Gefroren, super schön. Weil das ziehen wir auf keinen Fall an. Ja, reparieren, na klar. Was ist denn so alles in deinem Kopf, Junge? Auch die werden wir nicht anziehen. Und da würde ich halt gern das Leder gewinnen für die Schuhe. Weil die haben 5% Regen, 7% Wild, 20% Regen, 10% Wild. Ja. Nein, 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 nein. Ich will da zwei Leder gewinnen. Cool. So, ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist die ja nicht so prickelnd, aber ich würde sie, weil es einfach lustig ist, mitnehmen. Ja, und Wollsocken sind halt eine Stufe unter den Klettersocken. Deswegen nehme ich die halt mit. Die werden wir deponieren. Die werden wir nicht zerrupfen. Auf gar keinen Fall. 380 Gramm. Sind die so schwer? Ist das wegen dem Wasser oder was? Hm, ich überlege. Huch. Was ist denn das für ein Licht? Da draußen sieht ja krass aus. Krass. Abgefahren. Naja, gut. So ist die Nacht. Nee, 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 nee. Wir trollen uns hier unten rein. So, hier bleiben wir. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben halt ziemlich viel nass. Das wird zwar jetzt, schätze ich mal, peu à peu besser. Ich überlege aber trotzdem, ob ich ein Feuer mache. Obwohl, nee, ach Quatsch. Schönes Rosa. Blitz. Oh, ist das hell. Okay. Dann, ja, komm. Wir stopfen uns wieder voll. Bis der Arzt kommt. Wir müssen das Gewicht auch wieder reduzieren. Sehr gut. War gerade ein Check. Ja gut, wir haben halt den Kanister dabei. Den würde ich tatsächlich gern mit rausnehmen. Ja, ist halt so. Ist halt so. Wir machen jetzt mal 8 Stunden schlafen. So, wie sieht's aus? Es ist ein bisschen hell. Aber weil sicherlich, ich erstmal das abchecken. Ja, es ist halt, hat sich halt nicht gebessert. Das ist halt echt, hätte man machen sollen. Ist wirklich so. Muss man machen über Nacht. Okay, dann wissen wir das. Dann wird das, müssen wir halt hoffen, dass uns da jetzt nicht unbedingt Ungemach treut oder dass es ein kalter Tag wird. Ich würde jetzt aber tatsächlich erstmal gern, nachdem ich getrunken habe, natürlich die Kleidung reparieren. Also vor allem die Schuhe halt. Die sind halt nicht so hervorragend. Die sind auch schon auf 70% runter, also das geht. 27,5, ein Leder, passt, perfekt. Bitte, bitte, klapp. Verdammt! Willst du mich verarschen? Bei 95%? Toll, ganz toll, dankeschön. Na okay, dann halt da nochmal einen Flicken dran kleben. Zwei gleich. Gut. Sehr schön. So, wie sieht's aus? 21 Grad. Ja, es wird nicht wärmer. Ich hätte eigentlich auch, ja, ich sag's noch mit dem Feuer und mach's trotzdem nicht. Toll. Toll. Also, ich bin wirklich, also, formidabel. Von ganz formidabler Logik hier. Okay, wie sieht's denn aus? Okay, was wir im Magen haben, müssen wir nicht rumtragen. Okay, 40,5 Kilo. Ja, das ist halt so. Kleines Geschmäckle und auf geht's. Toll. Moment. So. Ah ja, wo wir schon dabei waren. Dann. Ach ja. Ist mir jetzt egal. So. Gehen jetzt trotzdem. Wo war denn eigentlich der andere Hirsch? Und hier um das Haus sind wir, glaube ich, auch noch nicht herumgegangen. Okay, da oben sind noch Pilze und noch mehr Bartflechten. Und ich glaube, die. Kann man eigentlich hier rein? Nein. Die Arbeiterbaracken haben wir ja auch noch nicht so gut abgegrast. Also wir sind ja eigentlich mehr oder weniger durchgelaufen, weil wir das Ziel hatten. Aha. Ja, wir müssen noch einen größeren Weg gehen. Weil wir riechen ein wenig. Das heißt, der Radius, den wir, ab dem wir riechbar sind, ist halt ein bisschen größer. So, wie sieht's hier aus?
sieht ruhig aus. Oder sagen wir so, es scheint ruhig auszusehen. Ja, dann hupf halt. Na gut. Was sagen eigentlich die Stöcke wieder mal? 17. Okay, das reicht. Da brauchen wir nicht noch mehr. Warum ich hier an den Häusern vorbeigehe, ist klar. Es gibt nur ein Ding, was ich noch brauche. Ja, das ist ein Messer. Ja, komisch. Klingt komisch, ist aber wahr. Vielleicht sollte ich irgendwie den, die Playlist umbenennen von The Long Dark Story Modus zu The Long Dark Wir brauchen ein Messer Modus. Natürlich, muss hier noch hinten dran. Okay, Temperatur ist okay. Ja, toll, die Kleidung ist jetzt... wird nicht besser. Verdammt. Verdammt. Da vorne ist ja noch der Förster-Aussichtsturm, in dem wir auch noch nicht waren. Ah, ich weiß auch jetzt wieder, warum wir zu dem Haus mussten. Ja, ah, ich sag nur dünnes Eis. Und dummer Überlebender. Wo war eigentlich der Hirsch gewesen, den wir noch auseinanderknöppeln wollten? Klöppeln. Knüpfen. War der da drüben? Na gut, dann gucken wir mal. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich möchte mich mal in den Rätselsee. Wird eingezeichnet. Wir müssten da wahrscheinlich wirklich mal vorbei. Boah, der Schneefall, Alter. Unser Wärmebonus ist bald komplett hinüber. Zumindest auf der äußeren Schicht. Ja, toll, er greift natürlich auf die innere Schicht über. Ach, verdammt. Ja, die äußere Schicht gefriert auch so langsam. Pilze gibt's hier. Eine Höhle. Ja, das ist natürlich jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl, muss man ja schon irgendwie sagen. Gucken wir erstmal, ob es da drinnen Holz gibt. Und dann könnte man da vielleicht mal ein, zwei Stunden verbringen. Toll, hier ist anscheinend nichts. Doch, gar nichts. Nein. Okay, dann müssen wir uns draußen noch ein bisschen mit Holz versorgen. Gut, wir haben ja jetzt knapp 20 Stöcke. 10 braucht man für eine Stunde. Das wären immerhin 2 Stunden. Allerdings hätten wir dann wieder kein Holz mehr. Ah ja, das muss so. Ist halt die Frage, wie lange dauert es, so ein Teil auseinanderzunehmen? 45 Minuten? Ja, okay. Da müssen wir halt durch. Die Temperatur geht runter. Wieso habe ich hier Gegenwind aus der Höhle? Das kann ja nicht sein. So, na endlich. Gut, dann ziehen wir uns hier zurück. So. Hier sind es 11 Grad, okay. Gut, dann heißt es Feuerchen. Wir müssen echt ein Feuer machen, es hilft nichts. Es wird uns nicht besser gehen dadurch. Wenn wir das jetzt übertreiben.
Sehr gut. So, Tannenholz drauf. 1, 2, 3. Das sind 5 Stunden, wo noch ein Stock. Dann haben wir da vollständig. Gut, uns ist ja nicht kalt. Wir müssen also jetzt tatsächlich nichts warm machen. Wasser haben wir eigentlich noch. Anderthalb Liter reicht eigentlich. Wie ist denn der Durst? Ja, das passt. Dann würde ich sagen, das Problem ist halt, in 5 Stunden wird es dunkel, aber wir sind relativ nah am Rätselsee. Der Wind hat aufgehört. Toll! Ja, warum könnte der Wind aufgehört haben? Na toll! Ach, verdammt. Jetzt haben wir da nur noch Glut. Komm. Wie sieht's eigentlich aus? Mit Futter. Falschtaste. Ja, passt. Stunde kriegt man da noch hin. Okay. Das ist nicht gut. Nee, warte. So. Junge, komm raus. Wir brauchen noch Holz. Wir müssen hier bleiben. Guck dir mal die Suppe an. Mann, Mann, Mann. War hier nicht ein Ast gelegen? Ist der weg? Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt tatsächlich davor rennen? Krass. Shit. Ich hoffe, das Feuer geht nicht aus. Ja. Ah toll, jetzt ist er da. Ihr habt den doch auch gesehen, dass der nicht da war. Oder bin ich da jetzt komplett... Ja, Wasser, ich weiß. Er müht sich ab, er versucht zu rennen. Er versucht zu rennen. Mit 40 Kilo. Die Müdigkeit ist natürlich hervorragend. Ist das Feuer noch? Ja, das geht noch, super. Dann hauen wir da noch einen Scheit drauf und holen uns den anderen Ast noch. Droppen die anderen beiden mal. Und wieder raus zum nächsten Scheit. Ich hab den doch... Wieso hab ich den vorher nicht gesehen? Okay, ich sag dazu jetzt nix. Ist halt so. Also super. Oranger Nebel. Ja, das war's mit Rennen. Das heißt... Von 30er für... das Feuer. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen Verschwendung von Holz, aber... Das Problem ist halt, das Tannenholz ist halt auch noch nicht mal das Gute. Ja, das heißt, wir müssen natürlich jetzt auch noch Wasser kochen. Okay, gut. Da wir sowieso die Nacht hier verbringen, ist es auch egal. Machen wir 2 Liter. Ach, wir machen nur 1 Liter. Und kochen. Ja, ist schon gemein. Wir teasen ihn ein bisschen. Was sagt denn eigentlich? Kalorien sind super, müssen wir nichts essen. Gut, dann würde ich sagen, Feuer geht 8:25. Wir schlafen mal 8 Stunden, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ich weiß, es ist dunkel, aber... Ja, es ist aber weiterhin neblig, das ist natürlich blöd. Okay, gut, das heißt, wir müssen essen. I'm so thirsty. Okay, gut, Feuer geht 24 Minuten, wir schlafen 3 Stunden. 4 Stunden? Machen wir 4 Stunden. So, die Kleidung müsste jetzt komplett trocken sein, richtig? Ja, der Nebel wird wohl nicht besser. Gut. Dann würde ich sagen, trinken. Okay. Und raus aus diesem Gebiet. Mann, Mann, Mann. Wir sind nicht stinkig. Achso, das war das Fleisch, was das gerade so angehoben hat. Ja, besser wird es wohl nicht vom Wetter. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier noch mehr im Freien zu verbringen. Ja, der Herr hat wieder Hunger. Ich will hier raus. Was? Willst du mich verarschen? Von was? Wir sind doch nur da lang gelaufen. Was hast du für brüchige Knochen? Wie bist du überhaupt Pilot geworden? Du kannst ja nicht mal an dem Hebel ziehen. Im Steuerknüppel, Junge.
Hast du die ganze Nacht wieder an deinem eigenen Steuerknüppel gezogen, oder was? Verdammt. Ja, natürlich. Da haben wir auch keine Stöcke mehr, natürlich. Das Problem ist halt, wenn jetzt ein Wolf kommt, freuen wir uns. Hör doch mal auf in dein Beil. Zeit, okay, Nebel wird nicht besser. Ich versuche irgendwie, das Wetter herauszulocken. Aber so in 10 Minuten tut sich da leider mal gar nichts. Nein, musst du nicht. Jetzt ist aber auch langsam mal gut, Junge, weißt du? Ganz ehrlich, du hast jetzt so viel gegessen in den letzten Tagen. Du weißt gar nicht mehr, was Hunger ist. So, wie lange brauchen wir an diesem Busch? 20 Minuten. Toll, ich habe immer das Gefühl, es wird nur noch nebliger. Er hat sich gerade beschwert, weil es schwer, Gepäck schwerer wird. Ja, wie kann man Zeit totschlagen? Ach, das ist ja doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Tag? Naja gut, wir haben ja noch Zeit. Moment. Ja. Blödes Wetter, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Toll, guck mal. Ja, wir haben ein verstauchtes Handgelenk. Ist das nicht wundervoll? Okay, dein Todesurteil. Komm her, Junge. Ja, das da. Tschüss. Ja, das ist deine eigene Schuld, du Penner. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Verband und wir brauchen Desinfektionsmittel. Naja, hat den Vorteil, wir werden leichter. Moment mal. Blutverlust? Ja. Gut, geheilt. Dass man das außen drauf macht, ist auch geil. Gut, geheilt. So, Wetter ist leider kein Deut besser. Wir haben jetzt noch kaputte Kleidung. Toll, die Mütze. Na gut. Und die Hose. Echt, die Hose hat so gelitten. Krass. Okay, gut. Dann reparieren wir. Wir sind eh neblig. Ja, das ändert sich wohl heute auch nicht wirklich. Toll. Ganz toll. Reparieren. Mach mal. So. Da habe ich doch gesehen, es hat ein bisschen aufgenebelt. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt mal schnell was trinken. 64 Stöcke. Ich habe jetzt noch die Hoffnung, dass der Wolf irgendwo rumliegt. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was ich mit den ganzen Stöcken will. Nein, so smart war das nicht. Ganz ehrlich, also jetzt ist hier noch eine Höhle. Willst du mich verarschen? Okay, wir gucken da mal rein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Kreis gelaufen im Nebel. Das wäre natürlich der größte Wahnsinn. Also kommen wir in derselben Höhle wieder raus. Ach, hier hat jemand Feuer gemacht. nein, hier liegt Kohle. Das war bei uns nicht. Die sieht auch etwas anders aus. Ich glaube, wir waren hier drin schon mal. Wir haben nicht übernachtet, aber wir haben hier reingeguckt. Krasser Felsen. Ja, hier ist aber nichts. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Höhle werden wir uns mal der Zweige entledigen. So, dass man es auch sieht. Also am besten hier vor. Ablegen. Nein, ablegen. Wollte ich. Alle. Tschüss. So. Wir wandern jetzt halt ohne Stöcke weiter. Haben wir eigentlich... Entschuldigung, dass ich jetzt ständig ins Inventar gehe. Wir haben jetzt einen Bartflechtenverband benötigt. Das heißt, wir haben noch, schon wieder ins Inventar, 4. Na gut, das reicht. Wir haben jetzt halt nur noch einen Verband und das Problem ist halt, Verbände kannst du ja auch nur aus Stoff herstellen. Das heißt, so wirklich weit kommt man da auch nicht. Ja, wir können übrigens immer noch kein Gewehr tragen. Ja. Nur mal so für all diejenigen, die das interessiert. Toll, da drüben ist noch ein Wolf. Ja, super.
Ach, da vorne ist auch noch... Zwei, ja natürlich. Drei! Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn hier rauskommen? Okay. Wir müssen. Hand, bitte. Dass man auch so ganz spezifisches Schmerzmittel nehmen kann. Ich möchte jetzt Schmerzmittel für die Hand. Und jetzt für meinen rechten großen Zeh. Ein Rucksack. Ich glaube, den haben wir übersehen beim letzten Mal. Ja, das ist natürlich cool. Salzcracker. Brauchen wir zwar jede Menge Wasser dazu, aber Wasser haben wir hier in Unmengen vorrätig. Ja, ich schätze, um eine Wolfskonfrontation werden wir nicht drum herum kommen. Okay. Ach, da ist der Hirsch. Da vorne. Ja. Nur mal so zur Info. Verdammt. Ich will jetzt halt auch nicht die ganzen Wölfe zusammenschießen. Ich meine, Kugeln haben wir genug, ja, aber warum? Haben wir genug zu essen. Ja, da vorne ist ein Wolf. Zum Glück kommen wir hier den Hang hoch. Wir sind nur so ein Hanghuhn hier, sonst ist hier nichts. Ja, natürlich, klar. Drei, vier, das waren vier Wölfe. Vier Wölfe, Jungs und Mädels. Verdammt. Blödes Vieh. Ganz ehrlich. 2:31, wie spät ist denn? Na gut, ist Mittag. Wahrscheinlich ist gleich wieder Nebel. Ich soll das echt lassen. Ich soll das lassen. Ich soll das lassen. Ganz ehrlich. Nachher ist es wieder neblig. Oder ein Blizzard kommt mittendrin. Ja, warum eigentlich nicht? Weißt du, wir haben so eine schöne Karte, aber es gibt keine Möglichkeit. Wundervoll. Wundervoll. Toll. Wir stehen übrigens wieder an derselben Stelle. Weißt du, wir waren da vorne, waren wir. Wir kommen hier nie wieder raus, Jungs. Mädels. Das war's. Wie soll ich denn hier rauskommen? Na gut, man hätte es auch so probieren können. Ja, wer was zu lachen haben will, bitte sehr. Ja, wir haben kein Holz. Weil wir natürlich alle 64 Stöcke, die wir in mühseliger Kleinarbeit zusammengesammelt haben, da vor der Höhle liegen lassen haben. Und nein, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Da bin ich dann doch einfach zu stur. So. Ja, das da halt und 12 Stunden. Ja gut, das eine im Heimer mit dem anderen. Ich stelle mich echt total dämlich an gerade. Muss ich zugeben. Ich ärgere mich über mich selber. Wenn ihr euch da einen Kopf greift, kann ich das auch nur durchaus nachvollziehen. Huch, was ist das denn? Na geil, Spitzenpfirsiche. Sind sogar relativ gut. Verdammt. Was haben wir hier? Okay, auf jeden Fall genügend Stöcke. Ich bin aber überlegen, ob man nicht... Es ist Mittag. Könnte es schon riskieren. 1-2 Stunden. Sich irgendwo hinzuhauen. Haben halt noch einiges an Holz. Stöcken und so. Ja, ich weiß, dir ist kalt. Ja, ich glaub's dir. Okay, dann werden wir uns mal da an den Felsen kuscheln. Ja, natürlich. Wir kuscheln uns da vorne mal an den Felsen und werden mal 1-2 Stunden pennen. Also 2 Stunden werden wir pennen. In der Hoffnung, dass... ja.
Zum Glück ist die Temperatur so, dass wir über 12 Grad sind. Zu 0 Grad sind. Ja. Momentan, doch, es scheint hier Windschatten zu... Was, wenn ich aufstehe, ist Windschatten? Nee, hä? Woher, wo ist denn jetzt Windschatten? Ist hier Windschatten oder was? Hier? In die Ecke? Nein. Okay. Jaha, wir gehen auch gleich schlafen. Ich suche ja nur noch eine windgeschützte Ecke, mein Gutster. Das ist gar nicht so einfach an so einem runden Felsen wie der hier. So. Das sieht doch ganz gut aus hier. Ja, super. Also, Knarre weg. Ja. Ich weiß. So, kriegst du hier ein Feuer hin. Okay. Gehen wir mal auf das und ja. Cool, das hat geklappt. Ja, dann direkt Isomatte hier hin und nein, wir sollten was essen, sonst geht's uns mit den Kalorien nicht gut. Okay, 2 Stunden, ab dafür. Ja, da war mir irgendwo klar, dass es wieder neblig ist. So, was auch die Kleidung? Kleidung ist ein bisschen besser. Zählt das schon? 8 Stunden. Naja, ist doch gut. Junge, wir haben gerade downgelayed sozusagen. Das hat natürlich noch nicht gereicht für den Fuß. Das heißt, rennen können wir noch nicht. Da hätte ich jetzt nochmal 2 Stunden gebraucht, aber dann wäre es wieder dunkel. Und ich würde jetzt gerne auch mal endlich raus aus diesem verfickten Gebiet hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Stöcke haben wir? Ja, das muss ich wieder nachschauen. Wir haben noch 5. Das ist nicht wirklich viel, aber ich sag mal so, wenn man sich nicht gerade mitten im Wasser aufhält oder in der Nähe des Wassers, dann kommt man da schon ganz gut klar. Ach ja, Knarrenanschlag. Und natürlich können wir die mitnehmen, die uns auf den Weg legen. Das ist gar kein Problem. Ja, ich weiß, war ein beschissener Tag heute. Tut mir auch leid. Well, tut mir leid. War nicht so geplant. Ich wollte eigentlich schon längst beim Jeremiah sein, aber dank Nebel und Wölfe dauert das alles irgendwie heute länger. Und Eis natürlich. Also eigener Dummheit, also Dummheit von mir, deinem zweiten Ich. Aber da sind die Bahngleise, das heißt, wir sind sehr nah am Ausgang. Ja, ich weiß. Wir haben es gleich geschafft. Das Gebiet zumindest. Dann ist es zum Jeremiah nicht mehr so lang. Ich habe halt überlegt, ob wir noch einen Abstecher übers Lagerbüro macht. Mache ich aber nicht. Und zwar aus dem Grund, weil wir die Rehfälle ja beim Jeremiah abgeben wollen. Der steht da ja so drauf. Vertraut einem dann so extrem dafür. Und nee, ich nehme die Büsche jetzt nicht auseinander, auch wenn das nur 40 Minuten sind, aber wir brauchen jetzt echt jede Minute. Das ist wirklich notwendig. Wie sieht's aus mit Wasser? Komm, hau mal rein. Okay. Wir haben noch einen kleinen Schluck. Aber wir schaffen es bis zum Jeremiah und dann können wir Wasser kochen. Wasser kochen. Ja, ein bisschen Schlaf. Und damit sage ich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihm geht's nicht so gut. Ich hoffe, euch geht's super. Und ich wünsche euch noch einen coolen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.